Sie alle kennen Flugzeuge, meine Damen und Herren. Sie sind natürlich schon damit geflogen und haben sich vielleicht gefragt, wie werden diese Flugzeuge eigentlich finanziert? Hier auf dem VGF Summit, dem Gipfeltreffen der geschlossenen Fonds, können Sie es erfahren. Flugzeugfinanzierungsprojekte sind nur eines von vielen Projekten. Und darüber spreche ich jetzt mit Anselm Gehling. Er ist Chief Executive Officer der Dr. Peters Group. Also, Flugzeugfinanzierung ist ein ganz wichtiges Projekt bei Ihnen. Ja. Wie funktioniert das eigentlich, Herr Gehling? Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, was man auch gemeinhin kennt. Die Airlines bestellen bei den Herstellern Flugzeugportfolien, teilweise Milliarden, mit Milliardenvolumen, und suchen sich dann anschließend für die einzelnen Flugzeuge ihre Finanzierer. Und wir als Dr. Peters sind spezialisiert darauf, für die Airline dann einzelne Flugzeuge zu kaufen, in die Kaufverträge einzutreten und anschließend an die Airline langfristig zu verleasen. Was habe ich jetzt als Anleger, wenn ich ein solches Projekt damit finanziere, davon? Sie haben ein Investment in einen sehr guten Sachwert. Flugzeug gehört zu den wesentlichen Transportmitteln der aktuellen Zeit. Und für die nächsten 20 Jahre wird eine Verdopplung des Fluggastaufkommens erwartet. Das heißt, Sie investieren in sehr stabile Sachwerte mit sehr stabilen Returns, Renditen. Und ich glaube, dass Sie damit sehr gut investiert sind. Also die Branche hat ja auch so ihre Schwierigkeiten bereits. Und wenn ich jetzt an die Schifffonds denke, die hat auch Schwierigkeiten. Also wenn ich so überlegen könnte, Flugzeuge oder Schiffe, was wäre die bessere Wahl? Na gut, Flugzeuge haben den Vorteil, dass es im Moment am Markt noch keine Überkapazitäten gibt. Im Gegenteil, es sind noch sehr, sehr große Kapazitäten am Markt gefragt. Es gibt auch Austausch von alten Flotten gegen neue Flotten. Der Schiffsbereich leidet im Moment leider unter Überkapazitäten, die sich erst allmählich abbauen. Und von daher gesehen sind Flugzeuge sicherlich die Transportmittel und auch Investments der Zukunft. Dann gibt es weitere wichtige Themen. Das ist eben neue Regulierung für die geschlossenen Fonds, die ja dann richtig wie andere Fonds auch reguliert werden in Zukunft. Wie sind Sie vorbereitet? Ja, die Regulierung ist wesentlicher Teil unserer täglichen Arbeit aktuell. Der Gesetzgeber hat eine Notwendigkeit erkannt, dass die Branche professioneller sich aufstellen muss. Wir bei Dr. Peters sehen das sehr positiv, weil es die Notwendigkeit mit sich bringt, auch interne Prozessabläufe und Organisationen zu überprüfen. Und aktuell stellen wir sozusagen alles einmal auf den Kopf, um uns selbst zu prüfen, um unsere Sachwertinvestitionen für unsere Anleger noch sicherer zu machen. Und Kernpunkt ist, dass wir Risikomanagementmechanismen implementieren und damit unsere Asset-Kompetenzen noch weiter erweitern. Es gab ja Schwierigkeiten im vergangenen Jahr mit den Platzierungen. Das ist eher zurückgegangen. Wie ist das bei Ihnen verlaufen und wie sind dann jetzt die Überlegungen für 2013? Wir haben eigentlich 2012 ein ganz erfolgreiches Jahr gehabt. Wir hatten ein Flugzeugprojekt im Vertrieb, einen A380 mit dem Leasingnehmer Air France. Und wir waren sehr begeistert, dass dieses Produkt innerhalb von 7 Monaten voll platziert wurde. Und wir planen gerade ein weiteres Flugzeugprojekt, nochmals mit Air France, weil wir Air France auch für einen stabilen Partner und langfristigen Partner halten. Und gucken sehr optimistisch in die Zukunft. Parallel mit der Umsetzung der Regulierung glauben wir, dass wir dann für die Zukunft auch sehr gut aufgestellt sind. Welche Trends sehen Sie im Beteiligungsmarkt für Sachwerte? Also Flugzeugprojekte, eine Spezialität bei Ihnen, was gibt es weiteres? Wir prüfen im Moment die ein oder andere Immobilie. Wir gucken auch im Bereich erneuerbare Energien. Allerdings grundsätzlich mit der Erkenntnis, dass wir nur Produkte machen wollen, wo wir auch über entsprechendes Know-how verfügen. Und einen wesentlichen Trend wird es geben in den nächsten Jahren. Wir werden die Anforderungen an Ausschüttungen absenken und dafür noch bessere Tilgungsprofile aufstellen. Das heißt, wenn wir Assets kaufen mit Leasingnehmern, Charterern oder Mietern, werden wir darauf achten, dass in der Festmietzeit oder Festleaselaufzeit etwaige Fremddarlehen vollgetilgt werden. Es wird ja allgemein gesagt, dass die Renditen tendenziell eher sinken müssten wegen der neuen regulatorischen
Anforderungen. Sehen Sie das auch so? Also ich sehe keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der regulatorischen Anforderung. Ich sehe aber, dass man zulasten von Ausschüttungen oder Renditen Tilgungsprofile verbessern kann. Und das bringt zusätzliche Sicherheit in die Produkte. Und wir als Dr. Peters Gruppe haben uns entsprechend auch etwas umorientiert und werden noch genauer darauf achten, dass ein wesentlicher Teil der laufenden Einnahmen auch für die Tilgung verwendet wird. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Danke.